So, hallo zusammen zu einem neuen Star-Special. Die Lichtverhältnisse sind wie öfter schon leider etwas suboptimal. Ich musste etwas abdunkeln. Die Sonne scheint hier komplett rein, aber ich kann mich jetzt nicht nach der Sonne richten, weil ich muss das machen, wenn ich Zeit habe. Deswegen ist es ein bisschen überblendet im unteren Bereich, aber egal wie. Wir machen heute Mark Wahlberg. Und Mark Wahlberg gehört für mich auch zu einem der besseren Stars, möchte ich mal sagen, weil er eben auch alles machen kann. Er kann ernste Rollen spielen, er kann Komödiante spielen. Und das ist ja das Wichtigste für einen Star, für einen richtigen Star, dass er eben auch alles machen kann. Also Mark Wahlberg, er ist bekannt geworden 1991 durch Marky Mark, das war diese Hip-Hop-Band, da war er der Frontsänger. Ich selber muss ehrlich gestehen, ich glaube, vielleicht habe ich ein Lied von ihm da. Ich kann es euch jetzt gar nicht genau sagen. Aber auf jeden Fall, damit ist er bekannt geworden. Aber er hat dann umgeschwenkt. Er hat sich dann gedacht, okay, ich glaube, ich mache dann doch lieber mal Filme und keine Musik. Jim Carroll in den Straßen von New York war 95, war er dabei. Den habe ich nicht. 4, 96, wenn Liebe Angst macht, habe ich auch nicht. Traveller, Highway Zocker habe ich auch nicht. Dann hat er 97 Boogie Nights gemacht, da war er dabei. Zwar nicht direkt eine Hauptrolle. Boogie Nights ist ein Film über die, wie soll ich sagen, über die Pornoindustrie. Da macht sogar der Burt Reynolds macht da mit. Und da geht es eben darum, Pornofilme, glaube ich, zu drehen. Und da macht der Mark Wahlberg mit. Hier ist er auch abgebildet unten, kann man erkennen. Ich weiß nicht, ob er da innen drin nochmal ist, der Mark Wahlberg. Nein, den hatte ich auch, soweit ich weiß, outgesourced. Ist jetzt wirklich nicht der Beste, aber er gehört halt dazu, zu Mark Wahlberg. Dann hat er gemacht The Big Hit 98 habe ich nicht und 99 Korruptor im Zeichen der Korruption. Das ist so ein bisschen Hongkong-Action, hätte ich jetzt gesagt. Replacement Killers sollten manchen ein Begriff sein. Der ist so ähnlich gemacht, ab 18, Corruptor mit Show Jung Fett. Der macht, glaube ich, in Replacement Killers auch mit. Und zwei Cops zwischen Macht und Moral. Komplexer Action-Thriller vor der Kulisse Chinatowns. Dann war er 99 dabei in dem, wie ich finde, ganz guten Film. Three Kings, Mark Wahlberg mit George Clooney und Ice Cube. Ich hatte den beim George Clooney schon mal vorgestellt. Ich finde ihn ganz gut, aber er fällt nach der Hälfte ziemlich ab. Also die Story ist ja zu Zeiten des ersten Golfkriegs und das sind eben die drei Soldaten, die sich dann bereichern wollen und eben Goldbarren als Belohnung für den Kriegseinsatz abstauben möchten. 2000 The Yards im Hinterhof der Macht, den habe ich nicht. Im Jahr 2000 hat er aber auch Der Sturm gemacht mit George Clooney und scheinbar sind sie auch ganz gute Freunde. Mark Wahlberg macht in Der Sturm auch mit. Ja, der Film ist jetzt nicht der beste, möchte ich mal sagen. Ist halt, ja, gehört in die Katastrophenfilmriege mit rein, aber man muss ihn jetzt nicht unbedingt haben. Genauso muss man auch nicht unbedingt diesen Film haben, 2001, Planet der Affen, ist das direkte Remake von Charlton Heston 70er Jahre, Planet der Affen. Der ist hier CGI überladen, finde ich, düster gemacht. Das CGI war damals ja auch noch nicht so gut. Und das Original finde ich persönlich besser. Ich bin auch mit dem Original aufgewachsen, deswegen Charlton Heston gefällt mir besser als hier Mark Wahlberg. Dann hat er Rockstar gemacht, den habe ich nicht, 2001. 2002 Through About Charlie habe ich auch nicht, aber 2003 habe ich wieder einen da, The Italian Job. Und der gefällt mir auch sehr gut. The Italian Job. Ja, machen ja auch einige Stars mit. Edward Norton, Charlize Theron. Dann macht mit, wie heißt der? Donald Sutherland macht mit. Ich weiß aber gar nicht, ich glaube, der kommt am Anfang ums Leben, möchte aber nichts Falsches sagen. Dann
I Heart Hockey Babes 2004 habe ich nicht. Dann hat er 2005 Vier Brüder gemacht. Den habe ich mir jetzt geordert für die Mark Wahlberg-Vorstellung hier bei mir. Das sind Vier Brüder. Also es ist ein Lieblingsfilm von einem Kumpel von mir. Ich selber bin nie so richtig warm geworden mit dem Film. Haben erst einmal gesehen. Vier Brüder, die eine Ziehmutter hatten, also keine leibliche, die wird umgebracht. Und das sind vier also Brüder, die keine Brüder sind eigentlich, aber die Mutter hat sie adoptiert oder als Ziehmutter eben, hat eine kriminelle Vergangenheit und die rächen sich dann an den Mördern der Ziehmutter. Dann Unbesiegbar 2006 kenne ich nicht. 2006 hat er aber auch noch Departed unter Feinden gemacht. Auch ein Star-Aufgebot. Und da hat er dann mit Leonardo DiCaprio, Matt Damon und Jack Nicholson zusammengedreht. Hat Mark Wahlberg sozusagen das Trio dann vervollständigt. Da waren sie letzten Endes vier Stars in einem Film. Dann hat er einen meiner Lieblingsfilme gemacht, 2007, Shooter, ab 18. Also wenn er im Fernsehen läuft, ist er in der Regel geschnitten. Ab 18 Shooter. Er ist ein alter Militär, der ja zu einem Spezialjob herangezogen wird, als Scharfschütze, sage ich jetzt mal, und dann am Ende doch jemand umgebracht wird und dann ist er der Dumme. Der gejagt wird, finde ich super, den Film Shooter. Dann hat er 2007 Helden der Nacht gemacht. Und auch den, da muss ich leider passen, den kenne ich nicht. Habe ich mir extra für die Vorstellung geordert, Helden der Nacht. Ich glaube, es geht um korrupte Cops, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen. Robert De Waal, Eva Mendes, die Eva Mendes macht mit. Klasse besetzter Unterwelt-Thriller. Also den werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, weil den kannte ich noch nicht. 2008 Happening, den habe ich glaube ich mal gehabt. Vielleicht liegt er auch noch auf dem Dachboden rum, kann ich nichts zu sagen. 2008 Max Payne, Max Payne ist jetzt auch nicht mein Ding, tut mir leid. 2009 In meinem Himmel habe ich auch nicht. Dann hat er 2010 Date Night Gangster für eine Nacht gemacht. Aber da ist er nicht der Hauptdarsteller, nein, weil der Hauptdarsteller ist hier Steve Carell. Aber hier hinten ist Mark Wahlberg zu sehen in einem Cameo-Auftritt oder halt nicht direkt Cameo, also ist schon auch ein bisschen länger dabei, aber keine Hauptrolle in Date Night. Dann hat er 2010 die etwas anderen Cops gemacht und da stellt sich's natürlich dann heraus, er kann auch Komödien machen. Mark Wahlberg macht Komödien. Da sind auch Stars dabei, der Cameo-Auftritt von Dwayne Johnson. Und Samuel L. Jackson ist dabei, super cool. Die Eva Mendes ist wieder mit am Werk. Und Will Ferrell ist der direkte Buddy. Ist auch ein Buddy-Movie. Dann The Fighter habe ich nicht, 2010, aber 2012 habe ich wieder einen zu bieten. Kontraband, auch einer meiner Lieblingsfilme. Kontraband sollte in keiner Sammlung fehlen. Da muss er seinen Bruder aus der Kacke raushauen, letzten Endes. Der hat da Geld verdummt von ja, Mafia oder Gangstern. Und Kate Beckinsale macht mit. Ben Foster in Kontraband. Absolut guter Film. Sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Dann 2012 auch wieder Komödie Ted. Ist aber nicht mein Ding mit dem Bär. Muss ich passen. 2013 Broken City. Nicht der Beste. Mit Russell Crowe. Ja, okay, also zieht sich ein bisschen. Ist jetzt auch nicht mein Favorite, muss ich sagen. Dann hat er Pain and Gain gemacht, 2013. Ja, da kommt wieder ein bisschen die komödiantische Ader raus, obwohl es ein ernstes Thema eigentlich ist. Ist eine wahre Geschichte, Pain and Gain. Mit Dwayne Johnson zusammen hat er ein Fitnessstudio. Und dann. Ein Michael Bay-Film sogar. Hart, cool, spannend. Ja, genau, die entführen hier jemanden und am Ende, da geht was schief, die müssen die Leiche verschwinden lassen und so weiter und so fort. Also ist schon ein bisschen chaotisch. Also macht auch stellenweise Spaß. Stellenweise Spaß macht auch Two Guns mit Denzel Washington, Mark Wahlberg, die beiden Buddies, Cop Buddies, sage ich jetzt mal.
Kommt natürlich nicht an den einen oder anderen Buddy-Movie ran, aber ich finde, der Film hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Too Guns. Dann hat er Lone Survivor gemacht, das ist ja wieder so ein Scharfschützenfilm, ja auch im Krieg oder was, der sich dann durchschlagen muss. Das war 2013, Lone Survivor habe ich nicht. 2014, da ging es ja mit Transformers los und da hat er dann übernommen. Ich mag Mark Wahlberg, aber Transformers war da komplett durch, muss ich sagen. Das war 2014. Dann hat er 2014 aber nochmal The Gambler gemacht und da zeigt sich dann wieder, dass er ein guter Schauspieler ist, weil The Gambler ist ja ein spielsüchtiger, ja, reicher Schnösel im Ende, der alle Kohle verzockt hat und am Ende dann doch Schulden bei der Mafia oder bei Gangstern hat und er muss die Kohle irgendwie zurückbekommen. Packender Thriller im gnadenlosen Milieu des illegalen Glücksspiels. Sehr sehenswert, tolle Aufnahmen. The Gambler, und das ist ja auch ein Remake, das muss ich dazu sagen, mit Michael Caine oder Caine, nee, nicht Michael Caine, James Caan. Der hat The Gambler gemacht in den 70er Jahren, aber den habe ich nicht da, sonst hätte ich ihn vielleicht schon mal vorgestellt, mit als Remake-Spezial sozusagen. 2015 Mojave, 2015 Entourage habe ich nicht da, 2015 Ted 2 habe ich auch nicht zu bieten. Dann habe ich 2015 wieder eine Komödie und da zeigt sich natürlich, wie gesagt, schon wieder Dennis Hohm, Mark Wahlberg und Will Ferrell. Die beiden, die können wohl auch gut miteinander. Deswegen, also der ist auch ganz lustig. Der Mark Wahlberg ist so, also eine Frau, die hat nochmal geheiratet, die hatte vorher den Mark Wahlberg, ist ein bisschen so der Draufgänger und jetzt hat sie einen Braven, das ist der Will Ferrell. Und die beiden treffen sich und dann ist da draus eine Komödie geworden. Ist echt lustig. Dann hat er 2016 einen Katastrophenfilm gemacht, mit dem bin ich jetzt nie ganz warm geworden, aber jeder kennt die Thematik, die Deepwater Horizon hat eine riesen Ölkatastrophe im Golf von Mexiko verursacht. Das war die Deepwater Horizon Ölplattform. Und Mark Wahlberg, Kurt Russell macht sogar mit, John Malkovich, Kate Hudson, ja. Also da haben sie dann doch einiges an Stars aufgeboten, aber der Film ist jetzt nicht so der Burner. Dann hat er 2016 Boston gemacht, auch eine wahre Geschichte. Da geht es um die Boston-Attentäter bei dem Marathon in Boston, sind noch Bomben hochgegangen und der ist stellenweise auch echt spannender Film. Mark Wahlberg, Kevin Bacon, John Goodman. Ja, packender psychischer Thriller, möchte ich mal sagen. Ja, man kann ihn anschauen, ist jetzt nicht so, dass der jetzt immer wieder reingelegt werden müsste. Ne? Also, dann hat er 2017 Transformers gemacht, wieder Last Night. Habe ich nicht. 2017 Dennis Home 2, natürlich Komödien mag ich. Ne? Und wenn man eben lachen kann, das ist doch. Lachen ist die beste Medizin und das ist eben Mark Wahlberg, Will Ferrell, John Lithgow und Mel Gibson. Mel Gibson macht hier im zweiten Teil mit als Vater von Mark Wahlberg. Auch ein bisschen der Ruppige sozusagen. Ganz lustig. Dann 2017. Den habe ich nicht angekreuzt. Aber liebe Leute, alles Geld der Welt, den habe ich da. Ich muss ihn mir mal anstreichen, aber ich glaube nicht, dass ich den jetzt auf die Schnelle finde. Da geht es um eine Entführung. Alles Geld der Welt. Und da jetzt momentan meine Sammlung absolut noch im Chaos versunken ist, weil die muss neu sortiert werden, werde ich den jetzt auf die Schnelle leider nicht finden. Alles Geld der Welt. Ich kann zum Schluss am Ende keiner mal gucken, ob ich ihn finde auf die Schnelle, aber ich glaube es nicht. Dann hat er 2018 Miles 22 gemacht. Ja, auch ein Actionfilm, nicht der beste, den habe ich weitergegeben an meinen Junior. Mile 22, nicht so der Burner. Dann 2018 plötzlich Familie, 2020, ja, da scheiden sich natürlich die Geister, ist Benzer Confidential, ist eine Neuauflage von einer Serie aus den 80er Jahren. Buddy Movie ist aber jetzt so, dass ich den nur einmal gesehen habe und mein Sohn sagt immer zu mir,
Ich fand den so schlecht, aber ich wollte ihn unbedingt trotzdem in meiner Sammlung haben, weil es eigentlich ein Netflix-Film ist. Also man darf das nicht vergessen, es ist Netflix. 220, Good Joe Bell, also der ist jetzt dann auch nicht der Hit, ne? Dann habe ich nicht, Scooby habe ich auch nicht. Dann 221 und den finde ich gar nicht schlecht, obwohl er teilweise bei Amazon ziemlich schlecht gemacht wird. Infinite, lebe unendlich. Ist mal eine andere Story, muss ich sagen. Ist Science Fiction und den kann man auf jeden Fall anschauen. Also Mark Wahlberg mit, ja, den kann ich nicht aussprechen. Quetel Ejiofor. Den kenne ich nicht. Man hat ihn, glaube ich, schon mal gesehen. Ist nicht so schlecht, wie er auf Amazon gemacht wird. Also Infinite kann man auf jeden Fall anschauen, bin ich der Meinung. Dann hat er 2022 Uncharged gemacht. Und den finde ich auch ganz abenteuermäßig toll. Uncharged. Auch absolut sehenswert. Kommt so ein bisschen, naja, ich will jetzt nicht sagen Indiana Jones, aber kommt schon in die Ecke mit rein. Und wenn ich das jetzt so sagen kann, ich habe eine Indiana Jones Vorstellung gemacht. Ja, da habe ich den vergessen, würde ich mal sagen, aber der ist mir auch nicht eingefallen. Ne? Also Mark Wahlberg und Tom Holland. Holland. Dann hat er Phase Stu gemacht, 2022. Und 2022 hat er auch bei Netflix, wahrscheinlich hat er einen Vertrag mit Netflix, ich weiß es nicht, Me Time gemacht. Und das ist wieder eine Komödie mit dem Kevin Hart. Und den finde ich ja auch ganz lustig, Me Time. Da kommt dann wieder raus, dass der Mark Wahlberg eben auch Komödien spielen kann. Und das macht's aus, wie ich finde. Deswegen ist er bei mir in die Star Special mit reingekommen. Mark Wahlberg ist ein guter Schauspieler. 2023 hat er The Family Plan gemacht. Und ich gucke jetzt nochmal, bevor ich hier ausschalte, nach alles Geld der Welt. Also wenn er jetzt eventuell da steht, dann zeige ich nochmal kurz rein. Ansonsten machen wir gleich Schluss. Alles Geld der Welt. Nein. Ich muss leider passen. Den habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo er steht. In diesem Sinne, Mark Wahlberg, Star Special. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.